Viele Leute lieben den Klang der Indianerflöte, der Liebesflöten. Und da möchte ich jetzt auch kurz darauf hinweisen. Und zwar findet ihr auf der Seite traumkraft.de ganz viele verschiedene Flöten, Flötenarten. Es gibt die einfachen Indianerflöten, sowohl klein, mittel und doppelt sozusagen. Da ist es so, diese einfachen Einsteigerflöten klingen auch schon sehr, sehr schön. Die sind aus Kunststoff, haben den Vorteil, dass die extrem unempfindlich sind gegen Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, Trockenheit und ist eine super Möglichkeit für Leute, die einsteigen im Bereich der Indianerflöten, dieser fantastischen, tollen Klänge. Klingen wirklich auch sehr, sehr toll, wenn ihr auf meiner Webseite traumkraft.de seid und dort dann schaut und diese Waren anklickt, findet ihr auch Spielvideos dazu, wie die klingen. Und ist der Vorteil, viele Leute, die sowas hören, diese schönen Indianerflöten, sagen, ich will die spielen. Und dann mitbekommen, Mensch, aus Holz fangen die so bei 178,50 € an und gehen dann weiter nach oben. Die sagen dann, nee, zum Ausprobieren ist mir das doch zu teuer. Und da sind diese Kunststoffflöten, die wirklich sehr, sehr gut klingen, schön zu spielen sind, super Einsteigermodell. Dann habe ich noch diese Obertonflöten, die habe ich heute nicht gespielt, auch intuitiv zu spielen, sehr schön, sehr rhythmisch. Mit Trommlern, Trommlerinnen kommt ihr immer durch, sehr hohe Töne. Guckt mal da auf die einzelnen Unterseiten. Da findet ihr auch einzelne Beispielvideos zu den Instrumenten. Was ich heute gespielt habe, war dieses Modell, Bass, das Bassmodell. Ich spiele es gerade nochmal an, ruf mal die Seite auf, dass ihr das hier sehen könnt. Zack. Also sind sehr schön verziert und klingen fantastisch. Sowohl die Kunststoffflöten wie auch die Holzflöten, also die Massivholzflöten, kann Mann oder Frau intuitiv spielen, pentatonisch. Da wird auch eine Spielanleitung mit zugeliefert, sodass man die sehr, sehr schön spielen kann. Also mein Tipp auch da, um in der Natur zu spielen, draußen zu spielen. Jetzt im Winter würde ich eher die Kunststoffflöten empfehlen, die sind nicht so empfindlich wie die Indianerflöten aus Holz, da muss man schon aufpassen, was Kälte, Wärme, Feuchtigkeit, Trockenheit angeht. Die könnt ihr wirklich im tiefen Winter spielen, bei Schnee, bei Minusgraden draußen, eins werden mit der Natur und den Klängen, aber auch in der Wüste, in der Sahara. Das macht denen nichts. Ihr müsst nur vorher den Sand rausrieseln lassen.